Und willkommen zurück bei Silent Hill Memories. Aua, ah Gott. Scheiße. Ich hasse es. Ah, gerade einen Schlag bekommen und alles ausgegangen. Ich hasse es. Ich hasse es so dermaßen. Ja, ich bin von der anderen Seite vom. Scheiß Fernseher, hat halt immer die Klappe. Vom Chemieraum durchgegangen, aber ja, war sinnlos. Aber ich glaube, wir haben ein Planetarium irgendwo verpasst. Ich glaube, da gab es ja mehrere Türen. Und die eine ging ja nur nicht auf. In den anderen Raum kam ich ja nicht rein, aber ich muss ja irgendwie da durch. So. Ah genau, hier war doch diese... Nee, die andere Tür, da kam ich gerade rein durchs Exit. War doch noch eine andere Tür, oder? Hallo? Ich war nochmal, warte, das war da dieser Teddy. Dieser kleine Bär. Was ist denn das? Das war irgendwie so wagenartig. Achso, nee, das ist jetzt das. Nee, es ist das falsche. Also, ist doch. Ja, ist doch kaputt gegangen. So, erstmal noch die Kugel drehen. Das war ja irgendwie so wagenartig. Bäh. Da ist noch der andere Ausgang. Oh, ich hab so gewusst, dass er hier irgendwo ist. Nein, das war das Falsche. Da. Das leuchtet sogar so schön. Ach, da diese Nummer. 2327. Okay. Gucken wir mal an. Wenn wir es noch nicht getan haben, ich doch. Also, wer ist dran? 2327. Oh Gott, ich bin noch nirgendwo rangekommen. Das Spiel reißt sich zusammen. Gerade voll die Probleme mit dem Aufnehmen hier. Ich warte. Ist oft eigentlich. Ich habe gar nichts mehr an, weiter. Komm doch mal klar jetzt. Ach, ich will jetzt einfach mal die Nummer schon mal. Tür ist auf. So. Klack. Entriegelt. Das hört sich auch gerade ganz gut an eigentlich, aber ist, was ich so sehe, sieht kacke aus. Auf dem Bildschirm. Mann, will ich es gleich zusammenschneiden? Ist gut. Ich gehe noch wenigstens durch die Tür. Okay, ich höre gerade Mindfuck-Geräusche. Ich mache jetzt einfach mal spontan Schluss jetzt. So, erstmal ein Neustart hier eben. Ja, ich kam noch hier rein, hat man gerade nicht gesehen. Oh Gott, hier ist bestimmt irgendwo ein Geist oder sowas. Das ist voll nervig. Ich höre ihn auch schon heulen. Gucken wir hier mal ins Artstudio. Achso, da wäre ich ansonsten rausgekommen. Ach, ich hol gleich mal mein Handy raus. Diesmal erwische ich ihn aber. Es rennt dann nicht weg. Mann, wo ist er denn? Ach, ich hab ihn erwischt. Kleine Hure hier, wird schon mal wegrennen. So. Oh, eine Nachricht. Ja, hallo? Dahlia, was? Achso, nein, ansehen. Oh Gott.
Wo muss ich denn jetzt hindrücken, dass ich die wiederfinde? Telefonbuch, Galerie? Hallo? Nein? Oh nein, was habe ich getan? Ich habe es abgelehnt. Galerie, bitte? Ich habe vielleicht ein paar Kackbilder gemacht, ey, stellt euch mal vor. Nein? Kacke. Kann ich meine Nachricht abhören? Hey, hier ist ein Schrank. Er ist leer. Surprise. Manu! Wie kann man Nachrichten abhören? Achso, wie wär's mit Nachrichten? Oh Gott, tut mir leid. Das ist Handys. Was gefällt dir mein... Oh Gott, was ist das jetzt? Gefällt dir mein neuer Look? Kuss Dahlia. Oh, sexy Mirok. Schätze mal, die hat garantiert auch was anderes angehabt, je nachdem wieder, wie es mir geht. Vermutlich habe ich das wirklich momentan so... Dieses sexistische eher. Oh, sexy Dahlia. Oh yeah. Ah, hier ist wieder irgendwo eine Nachricht. Da, stimmt. Banzai. Okay, was haben wir hier? Abschlussball. Okay, das war der Abschlussball. Typisch war irgendwie klar, dass sowas noch kommt. Huch, huch, huch. Und hier ist noch eine Tür. Was ist das? 10. Dynamik Du. Was? 10:31. Warum zieht man die von hinten? Das Vogel. Nee, Pinguin. Hä? Verstehe ich nicht ganz. Und nur... Ah! Hier, die Schranknummern sind so groß. Ob man, war hier noch irgendwas drin? Nee, hier ist nur der Pinguin. Ja, langweilig. Irgendwie hat das Spiel schon wieder keinen Bock. Warum? Was soll denn das? Dämliches Spiel. Hier ist noch eine Schranktür. Ich mach das jetzt noch ein bisschen weiter. Es kommt so viel später, der Ton. Hier ist 37. Hier haben wir eine Erinnerung. Eine ewige Rose. Okay, nehmen wir erstmal mit. Dann hier in so einem Raum, wo das... Ja, genau hier. 10:30. Hä? War es nicht 10:31? Hm. Das kann ich nicht aufbrechen, so leid es mir tut. Ich guck noch mal eben. 10:31. Stehe ich nicht. Mach doch mal Schloss kaputt hier. Ich bin echt gerade ein bisschen vereimert hier. Noch weiter nach unten kann ich nicht gucken. Da liegen Zettel, ja. Ich mal die Tür da richtig ran, da, und dann macht das Schloss kaputt. Okay. Gut, verstehe ich nicht. Was ist das hier? We won't hang up. Okay.
Ich würde sagen, rufen wir einfach mal an. Und zwar, wer ist dran? 8255. Wer? Oh, Verzeihung. 8255. So, jetzt bin ich gespannt. Talkline. Hallo? Ja, mir ist langweilig. Ich habe keine Ahnung, wie soll ich denn hier. Ja, ich will wissen, wie ich da reinkomme. Okay, dann nicht. Spaß, warum redet der auch nicht am Telefon? Der ruft Leute einfach so random an, macht so Telefonstreichen und denkt er sich so, ja, Troll. 1031. Offen. Hä? Deswegen. Ach Gott, komm, verarsch mich doch mal hier nicht. Oh Gott, das Spiel hat schon wieder keine Lust. Oh, ich warte noch eben, bis es rausgeht. Dann höre ich halt komplett auf Lammer für eine Weile. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Das ist gerade ein bisschen blöde. Was für eine Aufnahme hier. Jetzt backt er sich hier gerade erst raus. Obwohl, jetzt geht's so langsam. Machen wir das ein bisschen. Ach, ich speichere auf jeden Fall erstmal noch. Aber ich kann nur überspeichern, also ich würde gerne noch einen zweiten Speicherplatz anlegen oder sowas. Abbrechen, ja gut, dann leider nicht. Das heißt, ich habe nur eine Chance für eine Aufnahme. Oh Gott. Wer ist das hier? Willkommen zurück bei der... Ah, okay. Rechts? Ja, hier beim Herz. Ey! Nein, da fliegt's. Ich wollte jetzt die ganze Zeit mir das um die Hand machen, da würde ich die ganze Zeit damit rumlaufen. Okay, eine Sprachnachricht. Wieder vom Abschlussball. Alles klar. Als ob sowas jemals bei dem funktioniert. Willkommen zurück auf der Midwich High School. Können wir so ein Glas Wasser nehmen? Ich will irgendwie nicht reingehen. Ich habe Angst, dass jetzt alles zerstören wird und eine Eiswelt ausbricht. Ich war schon die ganze Zeit drauf, wo liegt ein Ball? Ich gehe mal eben zu dem Ball rüber. Okay, ich dachte, der macht jetzt irgendwie was. Warum seid... Ach so. Stimmt, in der Turnhalle war eigentlich eine Notunterkunft eingerichtet. Warum ist denn noch alles für einen Schulball? Das würde mich gerade wissen. Gott, ein komischer Schatten. Das sieht ein bisschen unrealistisch aus, gerade hier so. Oh Gott. On my mind.
Teil mitgerissen. I didn't want to stop you, but I'm looking for the shelter. You're not here for the reunion? No. Some party. Me and a guy who wasn't even supposed to be here. Er hat die jetzt einen Ball verantwortet und keiner ist gekommen. Ich hab schon für ihn mit da. Thanks. Mhm. Michelle Valdez. Harry Mason. Guck ihm mal lieber nice in die Augen. To meet you, Harry. So, what brings you here? I'm looking for my daughter. She's missing. I convinced myself she'd be here. She's a Midwich student? No, no. She's just 7. Her name is Cheryl. Cheryl Mason? Yeah. There was a Cheryl Mason when I was here. She was above me at school. Must be a different girl, same name. She's 7. I'll show you. Come look. Okay, okay. Sehr gut. Sieht die genauso aus, wetten? There you go. That's an old photo. You say she ran off? No. We were in a car accident. That can't be my daughter. How many Cheryl Masons could there be in a small town like this? She even looks like you. There is a resemblance, but my Cheryl's just a kid. You don't sound so sure. Come on. Eigentlich sind die ja eh nicht verwandt, abgesehen davon. Sind sie doch nicht, oder? Jetzt haben wir was verpasst. The principal's office? Yeah. If we're lucky, the door won't be locked. Oh yeah. Bingo. We're breaking into the principal's office? Well, the door was unlocked. And we both feel bad about it. Ja, komm, ist doch eh keiner da. Sorry, Mrs. Albright. She's still around. I remember her. She was when I graduated. She's part of the furniture, right? Varnish, too. Mm-hmm. That's the principal's PC with all the school records on it. A gang of kids in my class used to hack it to change their grades. And you? Hey, I didn't need to cheat. They never got caught, but it rattled Principal Fisher. He used to change his passwords every day. I don't think it helped. Are we gonna hack his PC? Yeah. See if you can pull up the records for Cheryl Mason. See if my Cheryl and your Cheryl are the same. And if they're not, we can get out of here? Sure. Oh, don't mind me, I'm just gonna text my boyfriend. He was supposed to meet me here. Ja, so viele andere vermutlich auch. So ganz klasse. Oh, cool. Nee. Schöner Teppich. Was ist... Naja. Ich bin irgendwie ein bisschen irritiert, dass die jetzt unbedingt daran glaubt, dass... Was haben wir schon? Bachelor of Science in Geology. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass sie jetzt irgendwie der Meinung ist, dass unsere Cheryls die gleichen sind, von denen wir reden. Wer kommt auf so etwas? Ich meine, gut. Jeder, der dieses Spiel spielt, vermutlich, aber nicht so... Ah, ich finde es komisch. Ich würde sagen, wir lassen es dabei und gucken mal eben, ob wir hier uns reinhacken können. Na? Ah, komm. Setz dich doch einfach hin oder so. Ach, hab dich dann... Ach, du willst so von der linken Seite ran, ist klar. So, Herr Fischer, wie auch immer, Passwort. Passwort vergessen. Komm, geht das? Cool, was ist das? Beantworten Sie die Sicherheitsfrage. Wo trennte ich mich von Freiheit und Glück? Was? Will man Keule fragen, ob die das hier weiß? Ah, Herr Mons. Die ist ja nicht mehr ansprechbar. Hallo. Eingefroren oder was? Ich habe eine Frage. Eine Frage. Oh Gott. Achso. Vielleicht hier irgendwo was? Was von Glück und sowas war? Von Freiheit und Glück. Self-Night von William Shakespeare. Hier sind ein paar Bilder. Whip. Da gibt es noch ein Forum, habe ich gerade gesehen. Von Freiheit und Glück. Das ist eine Heizung. Oh, hier ist. Für Dad von Otto. Okay. Also Otto ist wohl sein Sohn. Aber wir haben eine andere Frage. Guck ich mal jetzt hier vorne noch. Von Freiheit und Glück. 12. November, Hermann. Was? 52111. Was?
für Krebswitter? Nein, ich glaube nicht. Was ist? Ich habe meinen Ex-Hat angerufen. Ist sauber, ruf sie zurück. Können wir auch gleich machen. Ich will noch gucken, was ist hier mit Dings ist. Ist hier noch ein. Hier ist ja noch ein Raum. Horf! Please keep this door locked. Ich bin doch von hier reingekommen. Was ist das hier? Ja, hm. Sehe ich genauso. Warum habe ich eher. Ich muss jetzt nur die Frage durchlesen. Das ist eine Kappe. Schein der S. Okay, nochmal. Wo trennte ich mich von Freiheit und Glück? Wenn er eine Ex-Frau hatte, hat er bestimmt auch eine Ehe gehabt. Liegt hier noch irgendwas? Telefon? Was ist das denn hier? Hier ist ein ganz wichtiger Zettel mit einem ganz wichtigen Stift. Oh Mann. Wo trennte er sich von Freiheit und Glück? Ach, warum? Ich rufe jetzt einmal die Frau und vielleicht weiß sie das ja. Wo er sich dann... Was hat er die für eine Nummer? 9433. Halt. 9... 4? So. Mal sehen. Fischers Ex. It's me? Verstehe ich nicht.